Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Fendt 250 GT hier vorstellen. Hier handelt es sich um einen schicken Oldtimer-Mod. Einmal hier mit, also Standard-Sound und einmal hier Schaltgetriebe-Sound. Ja, ist auch hier für die Konsolen hier zur Verfügung. Und wir haben hier auch eine Unterstützung mit Simple IC. Leider hier nur für die Konsolen. Ja, und einen Frontlader haben wir auch natürlich noch. Am Ende des Videos habt ihr nachher ein Video für den Frontlader natürlich. Wenn ihr den euch downloaden wollt, wenn ihr den noch nicht habt, kommt ihr dann da natürlich hinzu. Also, was kostet uns? Der kostet hier 14.500 Euro und 739 Leasing. Kreisig kmh soll das schnell sein. Wir haben hier ein Tankvolumen hier von 60 Liter und eine Leistung hier von 45 PS, entsprechend hier 33 kW. Wir können hier Designfarbe hier ändern. Das ist dann hier die Stange hier. Die können wir in Grau oder jetzt hier in Grün uns kaufen, wenn wir möchten. Ja, Felgenfarbe haben wir hier natürlich hier ein bisschen mehr Auswahl, wie wir hier unschwer können können. Ich bleibe hier beim klassischen alten Rot. Finde ich, sieht viel schöner aus. Ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, hier eine Pritsche mit 200.000 Liter Volumen oder hier 3,5 oder hier für die Ballen oder hier ohne. Ja, wir können ja mal hier mal so kaufen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, hier uns eine Sitzbank mit einer, ja, Sitzkissen hier hinzuzufügen. Da steht hier verdeckt da oder ohne den Sitzkissen oder ohne Sitzbank. Dann haben wir einen alten Motor. Dann können wir natürlich den neuen haben mit 48 PS, entsprechend hier 35 kW oder wieder einen alten. Also mal den neuen mal uns anhören. Kennzeichen können wir uns auch noch hinzufügen. Wie wir sehen. Dann haben wir als nächstes hier also Reifen. Dann haben wir vorne auch hier, also wie wir hier sehen, die Reifen drauf. Dann hier Pflegebereifung, dann hier Breitbereifung, dann Zwillingspflegebereifung. Oder hier vorne hier dann wieder die, mit schmalen Bereifungen, aber mit Zwillingspflegebereifung. Ja, ich finde, das sieht ganz cool natürlich aus. Ja, ich denke mal, wir nehmen den mal so. So, und dann gehen wir hier mal, also Schaltgetriebe wollen wir ja natürlich auch hören. Ja, da müssen wir nochmal schauen. Also, dann hier Frontlader hier. Dann können wir hier natürlich den alten Motor natürlich mächtig gerne haben. Aber mit Kennzeichen. Und Motor, hier den. Ja, da haben wir hier den alten Motor. Dann hier natürlich die Reifen. Dann nehmen wir hier die Reifen natürlich. Und ja, wir wollen hier natürlich ein Verdeck natürlich haben. Hier haben wir einen Überrollbügel. Hier haben wir das Verdeck. So her. Und dann gehen wir natürlich jetzt hier. Ja, nehmen wir mal den neuen Motor. Wir hier mal schauen, da haben wir jetzt hier den Frontlader, haben wir jetzt dann hier so, ja, mit Zwillingsbereifung, aber ich möchte jetzt hier Pritsche. So, wo haben wir jetzt hier das, so. Da haben wir jetzt ein paar Mal gekauft. Wir machen jetzt natürlich mit denen hier uns einen Test. Das ist jetzt der Standard Sound. Wir gehen jetzt mal her und füllen mal das Ganze mal voll. Dann machen wir jetzt 32 km/h sollte man machen. Ja, Hupe schon mal funktioniert. Er hat hier vorne auch eine Pendelachse, wie man hier sieht. Also, ja, haben wir da keine Probleme damit. Jetzt schauen wir auch gleich mal hier. Also wir können jetzt die hier so abkippen. Hat sonst hier
Ladeset von oben nach unten her also weniger wird und es ein bisschen natürlich realer ausschaut. Haben wir hinten auch eine Ackerschiene drauf. So, schauen wir mal von außen her, was jetzt denn mal mit Simple IC machen können. Mal schauen. Also jetzt hier nichts. Es sollte das normalerweise haben. Vielleicht funktioniert das nur jetzt hier mit dem Verdeck, würde ich mal sagen. Schauen wir mal Innensicht mal so her. Metalle, Schalthebel, das hier schon mal hier animiert. Sieht ja echt ganz cool aus. Von hier sehen wir ja, also hier ist das schon mal von Simple IC Drehzahlmesser, das ist hier animiert. Und wir fahren jetzt einfach mal hier so zurück. Da müssen wir uns noch einmal den Frontlader natürlich uns also kaufen. Ich habe jetzt den einmal fürs Bild schon mal hier gekauft gehabt. Gehen wir nochmal hier in den Shop natürlich mal rein. So. Da haben wir jetzt hier den Frontlader, den passenden. Also wie gesagt, am Ende des Videos, also blendet sich dann hier, also, nein, die Farbe wollen wir nicht. So. Kommt jetzt dann, wenn ihr wollt, natürlich dann zu einem nächsten Video, wo ihr dann hier den Download-Link natürlich dann natürlich habt. Also Simple IC, wie wir gesagt haben, hier ist hier da, also funktioniert auch, wie wir hier sehen. Das finde ich echt super toll, das Ganze. So, machen wir hier mal das Look zu. Ah, ich muss halt den Motor starten. Ja, das wäre natürlich ja sinnvoll, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir den nämlich angehängt. Das sehen wir jetzt hier, das ist der richtige passende Frontlader für diesen Mod, wie ihr sehen tut. So, vielleicht hätte ich rot nehmen sollen, aber ich finde, der passt ganz gut. Also er hat gesagt, also wir müssen aufpassen, weil nämlich die Achse nicht gesperrt ist, also wegen der Pendelachse. Er kann umkippen, hat derjenige also gesagt. So, schauen wir mal. Ja, sollte ich vielleicht nochmal einen Schritt vorfahren? Also, nein, also sperrt doch. Also, jedenfalls stand das anders da in der Beschreibung natürlich drin. So. So, jetzt werden wir mal hier unser Lichttest auf alle Fälle machen. Aber schon komisch, ist so drin stand. Wegen dem Frontlader, wegen der Pendelachse. Naja, ist egal. Also wie wir sehen, hier Blinker, hier funktioniert auch vorne. Scheinwachter. Also hinten mit Nummer 6 und ja, wir können sogar das Licht hier irgendwie schalten vorne so her, ja, mit Nummer 5 geht der Kegel weg. Das haben sie irgendwie, fällt mir das auf, habe ich das ja schon bei einigen Mods jetzt beobachtet. Gehen wir mal in Ansicht mal ran, schauen wir mal, also hier Armatur ist schon mal beleuchtet. Kontrolllampe für die Blinker links und rechts, hier ist das schon mal da. Sonst haben wir keine Kontrolllampe. So. Ich finde jedenfalls, das ist ein cooler Mod natürlich. Allein schon, dass es mit Simple IC ist, für also ein Plus hier für die PC-Spieler natürlich. Die was das ein bisschen also realer sich gestalten natürlich möchten. Finde ich, das ist eine super tolle Sache. So. Und dann tappt man jetzt in den Nix natürlich rein.
Mit denen machen wir jetzt hier uns einen Attacher-Test. Und hier, wie wir sehen, hier, also Spanngurte sind hier da. Immer so rüber schauen, dass ich was sehe. Sind wir hier, also Kugelkopf nimmt da auch und wie man sehen, die dynamischen Schläuche hier, das Zapfwelle passt so weit das her. Jetzt schauen wir natürlich jetzt als nächstes hier unsere Kreislecker natürlich uns an. Ja, nimmt er und läuft sogar. Also Leistung passt, wie man sehen, und natürlich sehen wir auch immer wieder, der Hitchhaken blendet sich hier ein oder aus. Wie man sehen, wir können hier, auch wenn wir was geladen haben, so her, auch hier, zum Beispiel Ballen oder sowas, können wir nachher auch abkippen. Ich finde das eine coole Sache natürlich. Fällt mir auf alle Fälle. Ja, ich würde mal sagen, dass ich mal den einen Motor ausschalte. Nein, das war der nicht. Der war an. Also, ich komme da ein bisschen durcheinander. Das. Da hören wir jetzt hier bei denen, dass ich auch nicht vergesse, also den Schaltsound. Also noch einmal. Das ist auch echt cool. Dann natürlich mit dem Bremsquietsch-Sound. Und seitlich hier mit dem Abgas. Super toll gemacht. Ja. Jetzt habe ich eigentlich jetzt, glaube ich, fast nur die Kauf mit die Schollenreifen. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Naja, ist ja nicht schlimm, würde ich mal sagen. Also, wir schauen uns jetzt hier uns die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, der ist so her, wie wir sehen hier, fehlerfrei. Ich habe nur dieses typische komische, was ich ab und zu wieder mal drin habe, das HTTP-Info drin. Mehr habe ich jetzt hier nicht. Also wie wir sehen, hier habe ich auch hier unsere Frontlader-Konsole und dafür den passenden, also Frontlader. Ja, also jetzt hier am Ende kommt hier also dann der Link hier zu dem Video. Wenn ihr wollt, natürlich mit dem entsprechenden Download-Link für euren Frontlader für diesen Mod natürlich. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Dann ciao, ciao.